Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Part Nummer 2. Ja, im letzten Part haben wir festgestellt, dass K.K. Rool die Insel von Donkey Kong zerstören möchte und das möchten wir natürlich verhindern. Haben auch schon unsere erste Banane bekommen und ja, bevor ich halt den Part hier angefangen habe, habe ich festgestellt, ich sollte mal auf Pause drücken, weil die Gegner respawnen. Und zwar kriegt man das sogar richtig mit, wie die respawnen. Mach schon, zeig mir die Bananen und wir haben es hinter uns. Ich sollte aufhören, so schnell zu drücken. So, soviel ich weiß, waren die... Da sieht man gerade, wie sie respawnen. Da könnte man sich quasi auch Leben wiederholen, weil die ja immer wieder droppen. So. Und ich glaube, hier war Winkly Kong, die uns immer wieder Tipps von irgendwo was gibt. Ich muss mal kurz gucken, wie das funktioniert. Die ist jetzt schon gestorben, ist ein Geist. Keine Angst, meine Kleinen, ich bin es nur, Winkly Kong. Auch wenn euch mein Körper nach Donkey Kong Country 3 verlassen hat, gebe ich euch Unterstützung aus dem Jenseits. Mit meinen übernatürlichen Kräften kann ich aufspüren, wo der Schuff-Kerol einige eurer kostbaren goldenen Bananen versteckt hat. Habt keine Scheu, meine Kleinen. Also, ich glaube, ich habe die auch damals nicht wirklich benutzt gehabt. Aber ist halt wirklich als Tipp gedacht, dass man halt die, dass man ohne Internet auch finden kann. Hol dir die Kokoskanone aus Funkys Laden und schieße damit auf die Kokosnussschalter. Ist die Frage, ob ich davon überhaupt Gebrauch mache? Oh, komplett erschrocken gerade. Ja, das ist typisch respawnende Gegner. Gehen wir erstmal in die erste Welt hier. Vielleicht so ein richtiger Teleporter, irgendwie sowas. Oh, jetzt haben wir einen Unterschied. Schauen wir mal, wie dieser lächerliche Donkey Kong vorankommt. Das ist quasi so als Kurzzeichen irgendwie. Das ist richtig, mein schuppiger Freund. Der Affe hat nicht mal die erste Banane gefunden. Was? Wie hat er das angestellt? Cool, Donkey, aber diesmal wirst du mich allein mit roher Kraft nicht stoppen können. Ach ja, der Roll. Tropendrubel. Wem kommt der Name bekannt vor? So, gleich am Anfang. DK, sammel so viele Bananen wie du kannst, bevor du durch eins der Portale gehst. Haben wir vor. DK ist gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Das ist, das Bossportal kann man es nennen. DK, wenn du 75 Bananen eingesammelt hast, erhältst du eine Bananenmedaille. Ach, so bekommt man die nochmal. Okay, alles klar. Alles klar. Und die Musik hier ist wieder sehr schön hier. Ja, und man sieht hier standardmäßig Bananen, aber im Vergleich zu Donkey Kong Country muss man sie hier einsammeln. Weil, ja, für jeden Für jeden Kong gibt es 100 Bananen in jeder Welt. Und es wird ein bisschen, ja, so mehr oder weniger eine leichte Tortur, die alle einzusammeln. Ich glaube, Münzen gab es mehr, als man braucht. Das ist, glaube ich, wie bei Banjo-Kazooie, die, wie heißen sie nochmal, die Mumbo-Schädel. Und ich denke mal, dass ich bei den Münzen nicht sagen würde, dass ich jetzt da alle einsammle. Also ich sammle so viel ein, wie ich sowieso brauche, wie man hier jetzt bald sieht. Und ja, dadurch, dass das Game hier wieder so dynamisch ist von Rare, verändert sich die Musik, je nachdem, wo man hinkommt. Die Fledermäuse, die haben auch Spaß. Und diese, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Biber heißen. Die gibt es in verschiedenen Größen, halten aber genauso viel aus. Ja, und da hinten wird man schon leicht geteasert hier. Da ist eine Banane, aber... Wir sehen hier Schalter, wo wir noch nichts machen können. Das soll übrigens, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, eine Erdnuss sein. Und zwar eine in Schale verpackte Erdnuss. So. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass die Level teilweise echt groß sind, wie man es hier zum Beispiel auch schön gezeigt bekommt, gibt es halt auch diese, ja, bewusst diese Teleporter. Hey, Diki, Hilfe! Da ist Diddy Kong. Und zuallererst müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir alle Kongs bekommen. Ich lerne es auch noch mit den Kongs.
Kreisch! K-Roll Handlanger haben 25 goldene Bananen in diesem Gebiet versteckt. Aber ohne die anderen Kongs kannst du nur 5 davon finden. Krag! Wie bin ich denn an dem Teleporter vorbeikommen? So, jetzt. da muss man sich nämlich immer wieder an den. Nicht immer so. Ja. So lange an den Anfang zurücklaufen. Und in erster Linie zählt bei diesem Spiel hier generell alle möglichen Schalter finden. Und hast du nicht gesehen. Und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal ganz gemütlich zum. Ja, zum Diddy Kong hoch. Und man sieht momentan auch die anderen Bananen noch nicht von den anderen Kongs. Die werden erst sichtbar, wenn wir, ja, wenn wir die ja auch haben. Okay, da, also das war so eine Arena, gell? Drücke Z, um K-Rolls Kampfarena zu gelangen. Schlage seine Handlanger und du bekommst eine Krone. Stimmt, da war ja auch was. Die Kronen waren, soviel ich weiß, für den Multiplayer extra noch was zum Freischalten, glaube ich. Aber ich möchte die natürlich auch machen. Und die waren, glaube ich, schon mal auf Zeit. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht runterfällt. Boxende Biber. Aber das... Upsala. Stampfattack ist wohl nicht so toll, wenn man in der Luft getroffen wird. Und man muss sich halt wirklich... Oh! Das war dumm. Das war sehr dumm. Ich konnte sogar noch springen, aber es hat wohl nicht gereicht. Ich muss mal kurz was testen. Ich weiß gerade nicht was. Achso, ich habe ganz normal angegriffen, gell? Irgendwie. Achso, genau. Wenn man die Attacke macht, dann kann man noch springen. Das, so war das. Ja, alles klar. Dann machen wir das jetzt mal direkt. Also auf jeden Fall ist das Game, wie schon im letzten Part gesagt, ziemlich groß. Man könnte eigentlich überall anfangen. So, ich denke mal, dass ich ganz gemütlich hier so platt machen werde, weil ich halt auch dann, ja, mit der Attacke gleichzeitig kontrollieren kann, wo ich hinfliege und kann natürlich noch springen. Es gibt noch schwierigere Arenen als das hier. Und ich stelle mich hier gerade richtig dämlich an, muss ich sagen. Man könnte natürlich auch jetzt erstmal zum Funky Kong gehen und sich die angekündigte Waffe holen. Aber, ja, man wird hier ausgebuht von denen, weil das ist ja... Rolls Level. Aber, was muss ich sagen? Also man könnte sich auch die Waffe holen, um sich das Ganze hier vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Aber, ja, ich mach's dann doch lieber so. Und es scheint wohl doch ziemlich knapp zu sein, ja, von der Zeit her auch. Achso, man muss nur überleben. Oder was? Okay, gut. Dann habe ich das falsche in Erinnerung gehabt. Ich dachte, man muss wirklich auf Zeit alle Gegner besiegen, aber dann scheint es wohl doch so zu sein. Und es fällt natürlich dann auch direkt weg, damit man auch direkt sieht, dass man es gemacht hat. Wäre ein bisschen besser, wenn man irgendwie so ein X oder sowas drüber hätte, wenn es noch da wäre. Aber ja, ich muss auf jeden Fall erstmal gucken, ob ich genug Münzen habe. Fungis Arsenal, ja. Er ist halt der Waffenexperte hier, wie auch in anderen Teilen. Technikfritze. Hey, lange nicht gesehen. Lange her, Donkey. Hm, K-Rolls Rückkehr zwingt uns zum Aufrüsten. Aber kein Problem. Ich habe ein paar coole Shooter. Wie wär's hiermit? Gib mir 3 Münzen. Ja gut, die haben wir gleich gekriegt. Und du kannst K-Rolls Truppen mit diesem Shooter ordentlich... Boah, Shooter. Aufmischen. Man sagt halt einfach Waffe. Natürlich, ja. Die Kokoskanone. Ja. Wär's Antwort auf Waffen? Steht dir gut, Donkey. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Willst du den Shooter rausholen oder wegstecken, halte Z gedrückt. Z und drücke nach links. Drücke B, um zu feuern. Mit nach oben schaust du das Visier. Sollte dir mal die Munition ausgehen, bringe ich den Vorrat auf Vordermann. Also wenn man zu ihm kommt. Aber ich glaube, es gibt auch noch Waffenkisten. Das war's, Donkey. Ich bastle jetzt an der nächsten großen Sache. Er hat eine Rakete auf dem Rücken. Ja, es gibt hier und da so ein paar Verrückte und auch Stellen, wo man noch irgendwie an Bananen kommt. Ich glaube, hier ist auch an verschiedenen Stellen auch noch Schalter. Muss man auch immer wieder mal nach oben gucken und so. Auch hier zum Beispiel auch oben an die... Ja, an die... Wie heißt es nochmal? Palme. Ja, die Palme hochklettern, damit man auch die ganze Sache findet. Es gibt übrigens auch Fallschaden, das sollte man ein bisschen aufpassen. Und das sollte ich mir auf jeden Fall zumindest mal vornehmen. In diesem Part hier den Diddy Kong zu befreien, aber vorher nochmal schön die Bananen einsammeln. Was auf jeden Fall auch gut ist,
wenn man die anderen Bananen dann sieht, die sind dann ausgegraut. Also die haben immer noch die Farbe, aber sind halt so transparent, dass man sie nicht einsammeln kann. So, ich glaube, wenn man die... Ich glaube, es war sogar schon wirklich so. Hier gab es einen Schalter. Hier gab es einen Schalter. Womit man halt dieses Gitter aufmacht. Du brauchst Funkys Hilfe, um das Tor zu öffnen, denke ich mal. Ach, jetzt taucht es jetzt auf, okay. Gut, also man muss sowieso diese Bananen einsammeln, damit man überall die Schalter kriegt. Und das sind halt die Munitionskisten. 50 können wir tragen. Also ich muss die Schalter jetzt drücken, damit die überall aufgehen. Okay, alles klar. Ja, so langsam erinnert man sich halt wieder an die Sachen dann so ein bisschen. Wenn man es auch wieder sieht, was auch so ein bisschen logisch ist. Und diese 5er Bananen stauen, die mag ich richtig, weil die dafür sorgen, dass ich schneller fertig werde. Und muss gerade mal gucken, ja. So kann ich zielen und mit B, ja, kann ich schießen, alles klar. Nach oben und dann wieder zurück, okay, alles klar. Muss ich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist eine, Health-Kiste. Und, keine Sorge, wir kriegen auch sowas wie, wie extra Herzen und... Achso, ja, die Ballons, die waren ja auch noch da, stimmt ja. So. Die geben nämlich schön 10 Bananen. Ich sollte natürlich die richtigen Knöpfe drücken. Ja, da muss ich mich erst wieder reinfuchsen. Na, wieder wegstecken. Und die Bananen sammeln. Oh, da war gar nichts. Zudem gehe ich auch mal kurz rein zu Snides HQ. Und zwar, ja gut, er würde uns eh erklären, was Sache ist, denke ich mal. Quartier. Sei gegrüßt, mein Name ist Snide. Ich weiß Bescheid. Wusstest du, dass K-Roll an seiner Kaputt-O-Matic-Maschine mit der Absicht gearbeitet hat, eure Insel zu zerstören? Einst war ich Cheftechniker dieses Projekts, aber die betrügerische Exe hat mich gefeuert, weil sie mir nicht mehr vertraute. Ich helfe dir gerne, seine Maschinerie zu stoppen. Doch zuvor musst du einige meiner Original-Blaupausen auftreiben. So sehen die aus. Einige von K-Roll härtesten Burschen horten diese Pläne, also sei auf der Hut. Für jede Blaupause, die du bringst, besorge ich dir eine goldene Banane, die K-Roll aus deinem Vorrat gestohlen hat. Keine Blaupause, keine Banane. So einfach ist das. Wer weiß, vielleicht gewinnst du durch sie etwas wertvolle Zeit. Hör auf mit den Spielchen, Kong. Diese Blaupause sind für uns beide wichtig. Also geh und finde sie. Die guckt immer so wie, keine Ahnung. Ja, hier kriegt man das dann angezeigt, was man überall hat. Und zwar gibt es in jeder Welt 5 Stück. Und die zählen halt mit zu den 5 Bananen, die man einsammeln kann. Pro Kong. Und ja, dann werde ich erstmal gucken, dass ich hier die ganzen Schalter finde. Oder zumindest jeder Teleporter ist ja auch richtig. Den habe ich ja, glaube ich, schon, gell? Ist ja direkt unten. Alles klar. So, muss gerade mal gucken, ob man den von hier aus überhaupt treffen kann. Den Schalter müsste eigentlich gehen. Na, man sieht ihn ganz leicht. Nee. Wie kann ich... Achso, da muss ich, glaube ich, von oben drauf schießen. Okay. So, man kann natürlich auch die Waffe wegstecken, während man im Zielsuch ist. Ich glaube, das waren überall diese, ja, da oben ist er. Okay, alles klar. Wie man im DK-Rap gesehen hat, die kriegt nur, ja, ein anderer Kong weg. So, erstmal hier die Bananen einsammeln. Ach, ja, das ist halt so das Problem, wenn man halt gewohnt ist, bestimmte Knöpfe zu drücken von anderen Games, dann ist man hier dann ein bisschen verwirrt. So. Aber ich denke mal, daran gewöhne ich mich relativ schnell, denke ich mal. Ja. Aber nicht in dieser Folge, denke ich mal. So. Einmal. Alles klar. Zum Glück sind die nicht auf Zeit. Heißt, wir können uns da, ja, so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Dann gehe ich mal kurz hoch und mache das obere. Also schieße von oben runter. Denke mal, dass es so am einfachsten ist. Oder als einzige Möglichkeit. Und ich sollte mir auf jeden Fall merken, wo ich was einsammle, weil wenn ich alle Bananen in jeder Welt einsammeln möchte, dann sollte ich mir natürlich auch merken, wo ich schon war. So. Zum Glück ist es relativ fair, was die Treffsicherheit angeht. So, und dann muss ich auf die andere Seite von der Insel. Sehr schön. Ist natürlich auch lustig, dass man nur einen Kong braucht, um zum ersten Boss zu kommen.
So, und die Biene mache ich natürlich mal weg. Oder gesagt, die, Gott, wie hieß die nochmal? Zinger, gell? Ja, genau. So, weg mit dir. Und ja, das ist natürlich auch immer so die Sache, dass die Gegner natürlich in einen reinlaufen, wenn man irgendwo steht und zielt. Yippie, los geht's, Donkey. DK, jetzt bin ich frei und kann dir helfen, rote Bananen zu sammeln. So sehen die aus. Ich habe im Tauschfass bis... Ich warte im Tauschfass, bis du mich brauchst. So, alles klar. Hier haben wir auch noch Bananen. Und auch einen Porter. Schau mal, an bestimmten Stellen kann man auch nicht hoch, ja, wie man es hier sieht. Da kommt man nur mit einem anderen Kong hoch. Ja, warum ich hier die Waffe öfters mal raushole, das kann dann passieren, weil ich, hier Banjo-Kazooie gewohnt bin, wenn man dann halt, das kennt, dass man dann schneller laufen kann mit, Kazooie. Ich bin gerade überlegen, klar, ich muss oben noch die Banane holen. Hier sieht man zum Beispiel schon mal eine rote. Aber, ja, nee, ich gehe erstmal nach oben. Wo ist die Nummer 2 zum Porten? Wo war die nochmal? Hier. Muss natürlich auch dran gewöhnen, wo die, ja, wo die Teleporter sind, damit ich nicht unnötig immer wieder von Hand hochkletter. Was eigentlich nicht so wild wäre, aber rein von der Zeit her. So. Dann gibt man hier die Banane her. Und dann wird auch links auch immer schon angezeigt, wer wie viele Bananen hat. Dass wenn man sagen kann, gut, man hat jetzt alle Bananen mit einem Donkey, einem Kong, dann ist man natürlich fertig und schon geht alles auf. Und jetzt wird erstmal richtig gezeigt, wie groß die erste Welt schon ist. Parzer sieht noch relativ gut aus. So, gehen wir mal schön nach unten. Oh, das war zu tief. Viel zu tief. Zum Glück kriegt mir immer wieder so ein bisschen, ja, direkt was aufgefüllt, wenn wir einen Gegner haben. Hier sollte ich mit Didi langlaufen. Und man sieht auch hier, der Typ, der hat die Blaupause. Und den sollten wir natürlich dann auch mit Diddy Kong besiegen, weil sonst kriegen wir die Blaupause nicht. Also der Gegner droppt die zwar. Ah, jetzt verstehe ich auch mit dem links und rechts. Na, hoch hier. Warum man R drücken sollte, um sich umzudrehen. Habe ich noch nie gemacht. Aber gut zu wissen, dass es geht. Sehr gut sogar. Dann muss man sich nur dran gewöhnen. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil es ja ein älteres Spiel ist, dass die Kamera nicht immer so perfekt läuft. So. Es kann auch sein, dass ich in diesem Part nicht mehr zu Diddy komme, weil ich hier jetzt mit Donkey Kong ja, schön gewohnt bin, hier die ganzen Sachen hier einzusammeln. Na, Banane für Banane. Und hier ist natürlich halt so die Sache, wenn man halt dann so eine einzelne Banane vergisst und dann halt das nicht sieht. Hier, der hat blaue Haare. Also man kann sich an den Haaren, an den Haarfarbe orientieren, wer was braucht. Donkey Kong ist, wie halt Bananenfarben sind, gelb. Und hier brauchen wir Rambi. Wer ihn noch kennt, den man hier findet. Und ja, auch noch ein Teleporter hier. Ich denke mal, hier sind sogar die ganzen restlichen Bananen vom von DK. Und auch die Münzen und Co. Ja, da müssen wir schön mal dran schießen. Alles klar. Na, ich lerne es noch. Keine Sorge. Ach ja. Dann denke ich mal, dass ich mit Rampe hier noch alles mögliche kaputt mache und dass ich dann den Part beenden werde. Erstmal hier schön alles einsammeln. Ja, und im Vergleich zu, dass man auf ihn reitet, wie wird man halt selbst zu Rambi? Wenn du wieder als DK spielen willst, halte Z und drücke nach links. Halte Z und drücke B, um Attacken einzusetzen. Und die Musik ist auch toll. Erstmal hier alle Schalter öffnen. So. Und man ist auch ziemlich schnell, muss man dazu sagen. Jetzt aber auch auf Zeit, so viel ich weiß. Oder es war, glaube ich, nochmal so, dass, oh, bin irgendwie durch die... Hab durch. Also entweder auf Zeit oder man kann nur eine gewisse, also eine gewisse Reichweite. Die Musik ist toll. Ja, ab hier ist halt vorbei. Das ist halt dann wirklich auf die... die Reichweite festgelegt und es gibt an verschiedenen Stellen natürlich diese ja, diese Bossräume, damit man halt nicht immer nur auf einen Punkt fixiert ist. Aber ich möchte halt erst rein, wenn ich alle Bananen habe mit Donkey Kong, bin ich ganz ehrlich. Einfach nur, damit man halt direkt sieht, um was es da geht. So, erstmal kurz gucken, dass wir das hier treffen hier.
So, und da haben wir schon unsere, ja, unsere Medaille. War hier irgendwo ein Donkey Kong Schalter? Muss gerade mal gucken. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir diesen Kong haben, weil dann kann man nämlich ziemlich schnell rumlaufen. So, da haben wir, ja, da müssen Schalter sein für Donkey. Alles klar. Für was war der nochmal? Alles klar. Die werde ich mir, glaube ich, noch holen. Und dann werde ich den Part beenden. So, alles klar. Schön mal schnell zurückporten. Und das ist halt das Schöne daran, dass man halt diese Porter hat. Dass man halt nicht lange laufen muss. War auf jeden Fall eine gute Idee von Rare. So, ich glaube, unter Wasser kam auch später erst dafür andere Kongs, so viel ich schon mal weiß. Wie viele Bananen habe ich jetzt eigentlich? 85. Also entweder 5 3 Bananenstauden. Ja. Oder halt noch einzelne Bananen. So. Alles klar. 4 insgesamt, also 3 in der Welt und einer auf der Oberwelt. So. Aber ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Donkey Kong 64 oder von meinen anderen Let's Plays sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.